Hey, willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge mit meiner Elternfreund-Familie. Heute mit der Red im Krankenhaus, dieser Krankenschwester. Ihr habt dafür gewotet. Und ja, die muss hier noch hier. Oh, die trinkt dir mal einen Kaffee. Das ist eine gute Idee, weil du bist wirklich müde. Wir müssen noch mindestens bis 15 Uhr hier arbeiten. Es sind noch über drei Stunden. Wir müssen Medizinforschung recherchieren. Das geht hier am Computer. So, Medizinforschung auf Sim Medical recherchieren. Genau, das machen wir doch hier. So. So, nimm den Kaffee mit. Nimm doch den Kaffee mit. Wo hast du den jetzt wieder hingelegt hier? Ich sehe den gar nicht. Wo hast du den hingemacht? Hä? Ach, Red, hier. Wir sind hier im Krankenhaus. Oh, nein. Chelsea Roberts hier aus dem Barbie-Haus ist krank. Oh, nee. Immer diese Kids hier und die Ärzte sitzen hier rum und plaudern hier. Yonder Galaxy. So, du musst hier recherchieren. Wir gucken mal, dass wir das hinkriegen. Das Krankenhaus, das gibt es bei mir in der The Sims 4 Galerie als Download. Könnt ihr ersetzen mit dem Original-Krankenhaus. Alle Infos dazu in der Let's Build-Reihe hier zum Krankenhaus. So, wir gucken mal. So, was recherchieren wir denn? Oh, du guckst dir das Waterhouse an. Was gibt's hier noch? Pferde kommen bald. Ja, und Rennautos. Ja, ist klar. So. Was sind die Kleinen hier? Familienmitglied nachdenken. Ah, du denkst hier an die... Oh Gott, an die Sina. Ist mir fast der Name entfallen. Snack zwischen Patientenvisite schnappen. Kann man wieder snacken hier? Wir snacken. Wo kann man den snacken hier? Schnelle Mahlzeit. Wir machen mal hier ein Joghurt. Komm. Ein Joghurt. Wir haben leider keine Croissants. Sie zeigt dir Croissants an. Mann. Ist einen Hub beim Kühlschrank, damit dein Sim keinen Hunger bekommt. Ja. Ah, wir haben doch schon hier. Guck mal. Wir müssen noch mit den Patienten plaudern, das können wir dann auch hier machen. Kollegen begrüßen hat irgendwie nicht geklappt letztes Mal. Wir machen hier mal, ne, Patienten plaudern. Wir machen mit dem Mike Macarena, kennen wir schon, ne, da können wir plaudern hier. So freundlich hier kennenlernen. Ja, kennenlernen ist immer gut. So, ist dein Yogi hier. Oh, du musst auch Pipi machen. Andi, du bist Pipi. Da gibt's ein Klo. Wir haben an alles gedacht hier, ja, an alles gedacht. Hallo. Ich muss mit dir plaudern, dass ich hier befördert werde. So, nimm aktiv am Arbeitstag des Arztes teil. Ja, komm, das kriegen wir jetzt noch hoch. Hier ein bisschen haben wir noch Zeit, oder? Ja, das schaffen wir schon. Dann müssen wir Pfützen aufwischen hier. Wir sind ja immer noch Krankenhauspraktikantin hier. Das ist gemein. Sind wir schon alle Pfützen aufgewischt, oder was? Nee, ne? Sind alle Pfützen hier aufgewischt. Tasse Kaffee trinken. Hast du den nicht mehr im Inventar? Nee, aber wo hast du denn den Kaffee hingestellt hier? Hast du den kleinen Müll oder was hier? Was ist denn der Kaffee? Hm, weg ist er. Mal hier nochmal einen trinken. Kaffee. Ich glaube, da hinten war eine Kaffeemaschine auch. Hier war noch was drin, ne? Ja, komm, dann kannst du hier ein Getränk holen. Brauchst du hier nicht da. So. Mager. Du brauchst hier nicht mehr belaudern, komm. Hier auch nicht mehr essen, brauchen wir auch nicht mehr. Du musst hier auf Klo gehen. Nicht trödeln hier, nicht trödeln, Red. Ja, ich weiß, du bist müde. Ja, hallo, ich bin hier. Ja. Wir gehen jetzt auf Klo und dann kriegst du einen Kaffee. Oh, und der ist der schon wieder aus dem Outdoor-Leben-Let's Play hier. Oh, der Leo Schmitz, der hat seine Frau verloren beim Lagerfeuer. Ah, das war so gruselig. Die Kinder sind jetzt Waisen, ja. Aber die hätten wir auch ins Kinderheim stecken können. Der Arbeitstag von Red endet bald. Ey, in einer Stunde. Ist auch ein tolles Klo hier, ne, mit den Fenstern hier. Aber die Fenster sind von außen hier zu. Ne, kann man nicht sehen. So, alles gut. Sehen die mich auch wirklich nicht? Nee, kannst du mir glauben, Red. Brauchst du nicht beobachtet fühlen. Ja, geht schon. Die knutschenden Lamas hier draußen finde ich ja so geil, oder? Die sind echt cool. Knutschenden Lamas. Das Lama-Krankenhaus. So, mach hinne. Mach hinne, komm. Wir haben nur Silber. Du musst ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Oh, da wäre eine Pfütze gewesen. Hier, mach schnell hier Pfütze lieber und dann hier Kaffee. Schnell. Schnell. Komm, das schaffen wir. Da ist auch ein Kaffee. Trink den. Also volle Verzweiflung trinken, genau. Volle Verzweiflung hier. Ja, das ist auch ein Kaffee. Auch wenn der verdorben ist, der stinkt schon. Schnell, Pfütze wischen. Schnell, nicht mehr viel Zeit. What? 24 Minuten. Schnell. Du wischst daneben. Aber es geht trotzdem sehr gut. So, schnell den Kaffee trinken, voller Verzweiflung. Nein, wo gehst du hin? Nicht an noch mehr Pfützen aufwischen. Zurück. Schnell. Oh nein, sind die auch noch krank wahrscheinlich. Scheiße, jetzt gehst du irgendwo hin, trink den Kaffee. Dann zählt es nicht mehr. Trink ihn. Schnell. 4 Minuten. 3, 2, 1.
Kram, das zählt noch bitte. Ah, das kann. Aber wir haben getrunken. Ach man, naja gut, Silber immerhin. Ja. Red hat gute Arbeit geleistet. Sie kann es schaffen, das Krankenhaus in einen Ort der Hoffnung zu verwandeln. Ich glaube nicht, mit Pfützen aufwischen. Ja, da kommen die Besucher, die Patienten sagen, ja, ich habe voll Hoffnung, hier keine Pfützen oder was. Und die Angestellten trinken alle Kaffee und snacken und sitzen am Computer und die Patienten, die stehen da verzweifelt an der Empfangstheke. Aber das wird ja noch spannender, wenn wir befördert werden, dann kommen immer neue Aufgaben hinzu. Ich bin gespannt, ob wir das managen hier mit unserer Red. So, die Kraft des Voodoo. Ne, Voodoo brauchen wir nicht, aber wir haben noch hier was letztes Mal hier noch. Du bist so müde, ne? Geh sofort ins Bett, komm. Wir haben hier noch unsere Isia, die ist hier immer noch gefangen. Ja, traurig. Du willst ein Pistazien-Eis, das geht nicht. Kochen, kannst nicht Eis kochen. Sowieso nicht. Bist ja wieder, wieso bist du wieder hier voll? Das kann ja mal nicht sein. Ach, das ist ja blöd. Das ist ja doof. Was machst denn du hier? Gesunden grünen Tee kochen? Oder bist du jetzt auch noch so ein Veggie-Sim hier geworden, oder was? Wir müssen hier nämlich noch, für dich müssen wir noch hier mit 5 verschiedenen Sims Unfug treiben. Wir haben dich doch hier stehen gelassen in der letzten Folge. So, komm, dann machen wir hier mal Unfug hier. Können wir da Unfug machen? Hier können wir den mal die freundlich vorstellen hier. Freundlich vorstellen. Komm, wir müssen hier Unfug treiben hier. Wir sind hier Medienpraktikant. Spielen wir mal da weiter. Wie geht's denn der Kleinen? Da geht's gut, oder? Ja. Weißt du, du gehst an den Computer hier. Nee. Was machst du denn? Was ist das? Das ist ein Computer. Ja. Ja, Computer. Du kannst jetzt hier mal hier. Oh, du musst hier auch. Schade. Red ist jetzt schon im Arsch, ist schon im Bett. So. Wir müssen hier mal gucken. Nach Justin, wo bist du? Da. Wir müssen hier was. Unfug. Unfug über Karriere lügen. Ey, ich bin voll der Geile hier. Oh, ich bin voll der Star hier. Eigentlich bin ich Medienpraktikant, aber ist egal. Ich bin Einhornjäger. Ich bin Einhornzüchter. So, ja. Ich mach die selber hier, die Einhörner. Die kommen aus dem Weltall und die schießen hier alle und dann kommen die Einhörner raus. Bringen ganz viel Geld, aber ich verkaufe die Einhörner. Zählt das als Unfug? Ja, aber Minus. Die glaubt ihm nicht. Kann wir mal die mal, die steht hier immer ständig über Politik streiten, können wir mal hier. Unfug, und zwar zur falschen Party einladen. Ja, hier gibt voll die fette Party. Hier können wir mal das mal abbrennen hier. Gibt voll die fette Party im Brick Penthouse. Aber du bist eingeladen und da kommt ihr dann. Ey, da gibt's eine Party bei uns hier. Voll die geile Party im Brick Penthouse. Und du kannst kommen. Boah, geh weg hier. Ich will keine Party hier. Mord. So, dem auch noch hier ein bisschen Unfug hier, vor allem vorstellen. Da ist der kleine Russell vom Obenhaus hier. Ah, oh, das habe ich gebaut, das Obenhaus hier da hinten. Nein. Den können wir auch mal hier, komm, den müssen wir auch mal kennenlernen. Den können wir alle zur Hochzeit einladen. Wir müssen hier mal sagen, hier Unfug auch wieder Handschocker reinlegen. Ui, wer kommt denn hier, unsere Hübsche hier? Vom Vintage Clever Altbau, was ich höre. So, können wir mal auch hier. Handschocker reinlegen, dann bist du aber hier reingefallen. Ja. So, einmal Unfug brauchen wir, komm. Noch einmal Unfug, schreit hier mal nicht so rum. So, absurdes Gerücht verbreiten. Der frisst schon wieder, der Kleine. Sein Hamsterbäckchen hier. In der Stadt findet das Romantikfestival statt. Da können wir doch hingehen, oder? Du bist immer noch beschämt hier. Unbehaglicher Kommentar. Wir müssen aber erst halt noch den Unfug hier machen. Komm. Mach hier den Unfug. Dann gehen wir auf Romantikfestival. Kann man hier, genau, über Romantikfestival lesen. Kann man da nicht jetzt hinreißen? So, es hat geklappt. Yes. Sehr cool. Kann man da nicht hin? Genau. Romantikfestival. Samstag von 17 bis 1 Uhr. Aber die Red schläft ja. Man muss Sakura-Tee trinken und um die richtige Stimmung zu versetzen und um das Volk zu mischen. Der perfekte Antrag, das romantische ist der perfekte Ort, um sich zu verloben. Ein Hochzeitsbogen ermöglicht sogar die spontane Heirat. Hey, das wäre doch mal was, oder? Blumenfest. Feier das Romantikfestival, indem du Blütenblätter in die Luft wirfst. Ein Spaß für Groß und Klein und Romantik-Guru-Fragen können wir dem Fragen stellen zum Thema Liebe. Aber sei gewarnt, er kann brutal ehrlich sein. Das machen wir. Wir nehmen die Red mit hier. Nehmen die Red mit und die Daenerys Targaryen und die Chloe Price hier. Die können so alle mitkommen. Der Warren soll auch kommen, die kommen alle. Kommen Marvin auch, hier kommen alle. Izzy von Goldie nicht, die Lila darf mit. Obwohl, die Kleine lassen wir lieber, oder? Nehmen wir die auch mit. Ja, wir haben... Ja. Die Lea auch.
Geht nicht. Ach, schade. Komm, dann lassen wir die Lila zu Hause. Und ja, so machen wir das. Komm, wir reisen zum Romantic Festival. Wir reißen die Red aus dem Bett. Und gucken mal, ob wir da jetzt die Hochzeit feiern können hier. Wow, spontan ist hier die Hochzeit hier. Bei uns ist alles extravagant. Da wird nicht hier im Kleinen. Jetzt haben wir zwar keinen Kuchen, aber tja. Ist auch altmodisch, oder? Die beiden sind nicht altmodisch. Die wollen keinen Kuchen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Sehr cool. Ich wollte eigentlich in den Mashuno Park gehen. Das ist nämlich ein sehr cooles Grundstück. Also sind wir jetzt im Toy Cube Store. Da habe ich auch mal gebaut. Kinderspielwarenladen. So, das Romantic Festival ist hier verbunden und verbuggt mit dem Dings Festival. Ach, das ist so nervig mit den Festivals. Die sind wirklich alle im Arsch. Nee, das machen die mit Absicht wieder. Das ist die Geekon. Die ist auch noch mit verbändelt hier. Das ist so ein Dreck immer. Das ist so buggy, dieses System mit diesen blöden. Also wirklich, ich muss echt sagen. Sorry, Leute, das habt ihr voll verkackt, diese Festivals, liebe Entwickler. Ja, volle Kanne aber. Das ist voll der Murks. Kannst du voll stecken alles. Voll stecken kannst du das hier. So, sind alle schon da? Cool, wir machen hier mal hier. Selbstironisch scherzen hier. Da ist die Daenerys hier, hallo. Wee. Im hellen Outfit hier. Ah. Handys gibt's hier, sehr cool. Das hatten wir nicht in Westeros hier. Ja, ja. So, Jonas, was ist denn mit dir los? Komm, wir machen mal Blütenblätter werfen und hier auch mal Blütenblätter hier werfen. Komm, ich soll mal vorstellen hier. Schön eingeschlafen. Red ist immer noch ihr Krankenhausoutfit an, die Arme. Hallo, ich bin die Red. Bist du Daenerys? Ja, bin ich. Sieht so ein bisschen aus wie die. Der Daniel hat mich erstellt. Gibt's auch ein Video. So. Daenerys Targaryen. Ja, willst du nicht mal ein Veggie sein hier, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht hier. Ihr habt Computer, ist voll cool. Ich habe schon ein Handy entdeckt und so ein Auto und Zeugs habt ihr auch. Der Wahnsinn, sind wir alles nicht. Aber ihr habt keine Pferde. Ja, und wir haben Karotten hier. Voll geil. Yay. Yeah. Ach ja, Karotten. Auch Red. Komm, hier, mach mal ein bisschen mit Justin rum. Oh, Techtelmechtel im Raketenschiff hier. Oh, das können wir machen. Oh, come on. Daenerys stimmt zu. Vielleicht ist Vegetarismus gar nicht so schrecklich, wie bisher dachte. Daenerys sollte einfach mal ein Gericht probieren. Ja. Komm, hör auf hier mit der Gruppe. So. Ihr seid auch nicht so, ne? Ist voll verbuggt hier, voll scheiße. Ist ja auch schlecht drauf hier. Oh, was bist denn du für einer? Malst du gern? Die zwei hier. Oh, die Red ist fix und alle eigentlich. In diesem chaotischen. Die haben Doppelstand gebucht. Doppelbelegung hier. So. Die Rakete ist zwar noch nicht fertig, aber egal. Na, kommt ihr da rein irgendwo oder geht's nicht? Wie geht denn die am besten, oder? Die ist fertig. Wie geht's denn da rein? Weiß man nicht so, ne? Ist auch ein Tisch noch im Weg. Ich komm nicht ran. Ja, die Entwickler haben auch mal Scheiß gebaut hier mit Move Objects. Naja, toll. So eine Scheiße aber auch. Hier muss man schon sagen. Dann machen wir hier aber auch nicht die Hochzeit. Wir machen noch ein bisschen Blütenblätter, das ist ganz schön. Kommen wir da rein? Da können wir doch Techtelmechtel mal mit dem Justin, oder? Dann machen wir doch. Komm mal hier drinnen. Blütenblätter hier. Willst du mit mir ein Techtelmechtel haben in diesem verpackten komischen Schrank da drüben in dem Observatorium? Ja, komm, wir gehen. Die gucken sich das alle an, wie haben die das komische verpackt alles. Kommen wir da rein? Ja, das ist noch der Getränkedings hier noch. Komm rein hier. Ui, Mama Mia hier im Buggy Gamescom Dings hier. Romantic Gamescom ist das hier. Yay. Whee. Sehr schön. Das Ding wackelt. Das ist so cool gemacht. Beschämt? Schlechte Leistung. Oh. Schlechte Leistung. Tja. Sorry. Ja, du bist auch todmüde hier, ne? Anregende Festival-Atmosphäre ansprechen. Ja, klasse, echt, ja. Hier im Buggyheim hier.
Wahnsinn. Komm mal hierher, hier ist schöner. Komm mal hierher, auf. Kommt mal hierher, auf. Bewegt euch. Oh, da ist die Chloe hier von Life is Strange. So, wo ist der Justin? Bist du auch noch? Komm mal alle hier zusammen. So, jetzt knutschelt hier mal rum. Ah, da können wir auch jetzt nochmal die Blütenblätter, oder? Kann man das nicht? Flirten. Wir machen... Romantik. Kann man hier nicht wieder... Wo ist denn das hier? Koketten Traum über Red beschreiben. Wo ist denn das hier mit den Blütenblättern hier? Da, Blütenblätter werfen hier. Guck mal. Die zwei Hübschen hier. Das gucken wir uns an. Oh, Red, du bist voll müde, du Arme. Oh, das war nix. Ach, boah, Justin, was machst du denn? Red, vielleicht bist du besser hier mit Blütenblätter werfen. So, vielleicht kannst du das besser, komm. Kannst du das besser, oder? Kannst du das besser? Mach mal Blütenblätter, komm. Du olle Krankenschwester hier, komm. Kommt gut, Zeug. Ihr wollt euch knutschen sehen. Voll der Müll hier. Ja, ich will schlafen gehen. Ihr könnt nur mal was malen. Naja. Also ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Ihr zwei hübschen, ewige Liebe erklären. Das wäre doch was. Das wäre doch was hier, oder? Das ist doch was. Ich bin dein Feuer. Ich bin die Red. Und du bist mein Schatz. Und wir werden heiraten. Und arbeiten hier nicht hier. Okay. So. Das sind wieder so Freaks hier überall, ne? So, wir gehen nach Hause. Na, wir gehen alle nach Hause. Zurück nach Hause, hier zurück nach Hause. So, das war's hier mit der Geekon Romantic Festival Buggy Location hier. Das ist echt mies, ne? Was soll das denn? Solche Hongis hier. Naja. Solche Hongis. Genau. Ab geht's in den Underground hier. Sucht also ein richtig anspruchsvolles Spiel, ja. Da muss ich nicht Sims spielen, ne? Oder Kinderheim Challenge. Nach der Motion Gaming Ausrüstung. Wow, die ist echt cool. Mhm. Mit der Gartenfähigkeit kannst du die seltene Kuhpflanze züchten. Absolut gefahrlos, solange du sie fütterst. Mhm. Wäre mal was für Lea, oder? Yay. Yay, Ohio haben wir schon, danke. Wie geht's denn der Issy? Ich glaube, das ist, wenn wir irgendwie wieder gehen, dann levelt die wieder hoch. Das ist, die kriegen wir nicht tot. Die ist nicht tot zu kriegen. Wir müssen hier bleiben. Wir müssen hier bleiben. Red, du gehst sofort ins Bett hier. Auf sie mit Gebrüll. Justin Goldstone, was machst du? Auch hier. Auf. Guck mal nach der Kleinen. Genau, zuschauen. Wie geht's denn der Kleinen? Ja, der geht's auch wieder gut. Sehr gut. Ja, wir müssen öfter mal weggehen. Die versorgt sich alleine besser, als wir hier, ne, zusammen das machen. Hier wird sich auch die Lea wohlfühlen in unserem Künstleratelierbereich hier im Brick Panda House. Ja. Komm, du kannst mal mit ihr noch ein bisschen was lernen, oder? Ein bisschen was lernen, ein bisschen Erziehung machen, beibringen bitte und danke. Das bringt so ein bisschen was nur. Können wir ein Kinderbuch lesen, Fantasiefähigkeit und... Dann machen wir hier noch Kinderbetreuung, da können wir... Oder wir machen... Flashkarten müssen wir machen. Genau, Basisbedürfnisse beibringen. So, Kimsa. Manieren. Du bist voll wütend, wieso? Undankbar, weil gelernt hat, bitte und Danke zu sagen. Lia will nicht bitte und Danke sagen. Nein, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Du kannst sie nicht überzeugen. Tja. Das ist aber schlecht. Die ist doch ein Engel. Die ist doch ein Engel hier. Komm, wir gehen ein Kinderbuch lesen. Auf dem Balkon. Oh ja, das ist aber eine schöne hier. Das ist aber eine schöne Location hier für euch zwei. Jetzt geht das Licht aus, ne? Guck mal an, die Welt gehört uns hier. Das Geländer ist zwar ein bisschen hoch, aber es geht alles unser. Unten leuchtet das oben aus. So, was haben wir da? Clue. Kupu. Kibia. Nee, das ist Clue. Clue. Pfanne. Was ist noch ein Clue? Das ist eine Pfanne. Hier, Pfanne. Nee. Nee. Simpler.
Sabreuf. Nein, Tanne, nicht Sabreuf. Es ist gerade wieder anders, Justin. Wir müssen uns verarschen, ne? Ein bisschen Magier hier. Klu. Bubu. Nein, ist nicht Bubu. Das heißt Klo. Würfel. Spielwürfel. Toy Cubes. Oh, Sapula, Parsif! Die Kleine ist so sweet, ne? Was kennst du? Was ist das? Pfanne! Ja, das kennst du schon! Nicht Pfanne! Schon wieder Pfanne! Ach man, du bist langweilig! Oh man, oh man, oh man! Sind die zwei Hübschen! So! Ja, die ist verspielt! Sehr cool! Alter, ist wieder ein Hund! Hier, Gaga, Gaga, ha, die Welt ist so lustig! Ja! Ohne Hunde. Wieso machen die da unten den Hund hin? Das ist eine Frechheit, oder? Ist doch echt eine Frechheit. Ich finde es frech von den Entwicklern. Du bist todmüde, Madame. Kleine muss auch schlafen. Komm, wir bringen die ins Bettchen, oder? Wir bringen die ins Bett. Schlaflesen. Da fällt der Papi hier, ne? Die Red kümmert sich gar nicht um die Kleine. Aber der Justin, der kümmert sich. Hätte ich nicht gedacht hier. Hätte ich nicht, echt nicht gedacht. Job ist auch ausgezeichnet. Das ist sehr geil, oder? Sehr, sehr geil. Ich will ein Tablet haben hier. Das Freezer Bunny Tablet. Ja, ich könnte dir das kaufen. Okay, komm, wir kaufen dir ein Freezer Bunny Tablet. Haben wir das denn nicht schon gekauft? Ist nochmal eins, oder was? Wir kaufen dir ein Freezer Bunny Tablet. Kinos. Hier. Kinos, wo ist das Tablet? So, und das holen wir aber uns hier raus. Dann kannst du hier drin auch mal ein bisschen spielen. Obwohl jetzt nicht hier, wenn die Izzy hier stirbt, dann machen wir das nicht hier. Dann machen wir dies doch hier drin. Auf dem Boden. Ja. Yay. Komm, wir gehen ins Bett zusammen, kleine Maus. Oh, geht's dir nicht so gut? Du bist gelangweilt und du hast Hunger. Tja, das ist deine City hier, ne? Alter Checker. So, Licht geht wieder an. Guten Morgen. Ja, wir müssen nach unten. Wieso läuft ihr außen rum? Hättet auch da rumlaufen können. Das ist kein Problem. Tja, Izzy. Jetzt bist du wieder voll hier, ne? Das ist echt blöd. Echt blöd, dass wenn man geht, dass die dann... Ja. Sie dann wieder voll wird hier. Naja. Naja. So, ab ins Bett. Passender Schlafanzug zur Wand. Gelb und lila. Und bitte vorlesen. Ja, wir lesen vor. So, fertig. Gute Nacht. So. Es war einmal ein König, der sah aus wie eine Prinzessin. Mit langen Haaren. Und die war am Rapunzelturm, die der Daniel gebaut hat. Aber leider gab es nicht so lange Haare. Und Daniel wollte kein CC installieren, ne? Und deswegen kam der König mit einer Schere. Und dann war es eine Prinzessin mit kurzen blonden Haaren, nachdem die beim Friseur war, beim König. Gute Nacht. So, der denkt schon wieder an Astronauten. Ne, das war der Jonas. Das ist falsch verstanden. Ich verwechsel zwar immer euren Namen, aber Astronaut ist Jonas. Aber nicht mal Jonas, weil der wird Wissenschaftler, nicht Astronaut. Komm, du machst hier noch ein bisschen was zum Essen. Wir haben doch noch hier im Kühlschrank, haben wir doch noch bestimmt hier unsere Pancakes hier, unsere Pfannkuchen. Das machst du noch und dann gehst du auch bitte paneln hier. Bitte paneln gehen hier. Ganz hoch. On top of the world. Flutsch zur Red ins Bett hier. So. Pancakes. Ja. Hier stinkt immer noch irgendwas rum. Wir brauchen, glaube ich, wieder einen Butler oder so. Komm, wir holen uns mal ein Kindermädchen, würde ich sagen. Wir holen uns mal einen Service. Das dürfen wir hier. Wir sind ja nicht im Kinderheim. Wenn wir schlafen, abbrechen. Kannst du nebenher telefonieren, wenn du isst? Bitte komm. Ist ja niemand da. Los. Handy rausgezückt. So, ich hätte gerne einen Service. Wir wollen eine regelmäßige Haushaltshilfe bitte haben. Danke. Kein Kindermädchen. Das finde ich ein bisschen komisch. Nee, wir kümmern uns selber um die Kleine hier. So. Der Justin ist ja zu Hause. Macht ja zu Hause. Arbeitet ja von zu Hause. Sehr gut. Komm. Habba, habba. Alles gut. Mampf.
Und dann haben wir es auch für heute. Wir sind am Ende. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit meiner Elternfreundfamilie. Cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Nächstes Mal geht's dann weiter hier im Brick Penthouse. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare, wie es denn weitergehen soll mit der Story. Natürlich, die beiden müssen noch heiraten, das habt ihr schon beschlossen. Wir haben noch so viele andere Sachen. Wir müssen mit Jonas noch hier mit dem Yannick ein bisschen befreunden. Die Lias soll mehr malen. Die beiden sollen die Lila locker erziehen. Und wir müssen auch mit Jonas dann in ein teures Haus umziehen. Wir machen einen Ausflug zum Yachtrestaurant. Wir müssen Izzy noch töten. Ich hoffe, das wird was. Sonst ist es schlecht, die ist nicht tot zu kriegen hier. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zum Elternfreund-Let's Play oder natürlich jetzt dann einem anderen Video eurer Wahl, wenn ihr noch mögt. Bis denn, macht's gut. Ciao.